Willkommen zurück zu Let's Play, das magische Dreieck. Wir machen genau da weiter, wo wir im letzten Video aufgehört haben. Und das war genau hier. Gut, wir haben herausgefunden, wir müssen jetzt nach Süden. Nach... Adriel heißt es, nicht Adriel. Und da müssen wir eben was mit dem Grabstein machen. Oh, ich glaube, hier wären wir schon in Adriel. Oh, ist auch eine schöne Stadt. Und auch keine Musik. Hier gibt es auch wieder ein Inn. Was? 100 Nox? Das ist ja noch teurer als in Bruma. Du bist Ilse? Ja, gut, dass du da bist. Ich höre immer wieder von neuen Angriffen der Orks. Kannst du mir sagen, ob das stimmt? Greifen immer noch diese Orks an? Es stimmt. Draußen gibt es immer wieder Angriffe durch die Orks. Wann ist das endlich vorbei? Wann kann man endlich wieder ohne Angst auf die Straßen gehen? Das kann niemand sagen. Aber der König hat eine Armee von Kriegern in den Norden geschickt. Vielleicht können diese den Angriff unterbinden. Ehrlich? Das ist gut. Warten wir mal ab. War das alles? Oder soll ich noch etwas für dich tun? Danke, nein. Das war vorerst alles, was ich von dir wollte. Okay, haben wir jetzt hier irgendeinen Quest gemacht, den ich jetzt hier nicht in Erinnerung hatte? Okay, die scheinen alle belegt zu sein. Die Zimmer dann drauf geschissen. Oh, die alte Tante von Zelda, Link to the Past. Seit der Krieg vorbei ist, gehen die meisten Kunden wieder nach Bruma oder Triet. Ich frage mich, was dort so viel schöner ist als bei uns. Tja. Gute Frage. Hey, kannst du auch was anderes spielen? Klar, einen Moment bitte. Leute, kommt und spielt euer Lied. Okay. Vielleicht erstmal die Musik ein bisschen lauter machen, damit ihr das hört. Okay, das ist ja cool. Woher hast du das? Wie hast du das hier reingemacht? Okay, ihr habt wohl den Eindruck davon bekommen. Und die tanzen ja alle. Ich will was spielen. Oh ja, spielen wir ein Spiel. Wir können noch einen dritten Spieler gebrauchen. Möchtest du mitspielen? Du kannst etwas Geld verdienen dabei, wenn du Glück hast. Ja, klar. Okay, was muss ich tun? Ich bin der Leiter. Was willst du? Regeln. Du musst einer der beiden Karten auswählen und hoffen, dass sich das O darunter verbirgt. O gleich richtig, X gleich falsch. Richtig geraten, plus 5 Nox. Falsch geraten, minus 5 Nox. Willst du aufhören? Nein, ich will raten. Spielen. Okay, los. Diese? Ja. Und es ist leider falsch. Damn. Nochmal? Ja. Diese? Was? Ja, natürlich. Los, mach. Ja. Endlich Geld gewonnen. Okay, es ist bestimmt wieder diese hier. Oh, nee. Scheiße. Ich glaube, ich überfordere das Spiel gerade ein wenig, indem ich jetzt so schnell drücke. Okay. Nein, nicht nochmal. Ah. Nein, nicht nochmal. So, das reicht jetzt. Willst du aufhören? Ja. Rede mit Bill. Und wer ist Bill? I hate everything. Wieso redest du nur auf Englisch? Hallo, wir suchen noch Überlebende, die sich uns anschließen. Hättest du Lust, mit uns Zombies zu jagen? Ja, warum nicht? Dann mach dich bereit. So, geh auf die Jagd. Du kannst jetzt zwar nichts gewinnen, aber vielleicht findest du ja Schätze. Ah, okay, man muss die nicht im Kampf fertig machen, sondern man muss einfach draufdrücken. Dann kann man die hier schön leicht töten. Ah, komm schon. Stirb.
glaube, ich habe einen Diamant gefunden, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber antun können die mir nichts. Das ist schon mal sehr liebenswürdig von denen, dass sie sich einfach so abschlachten lassen. Und was macht der? Macht der auch Zombies kaputt? Ne, der läuft ja einfach nur rum. Diese verdammten Untoten. Nichts gegen Untote. Ich mag Untote. Da bekomme ich wirklich schon wieder Lust auf eine Partie Heroes 3 oder so, wo ich Untot spiele. Nein, jetzt heißt das nicht, dass ihr unbedingt in wirklich in nächster Zeit ein Heroes 3 Let's Play erwarten könntet. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis ich da wieder das nächste Mal was zu aufnehme. Es ist ein nicht endender Strom von Zombies. Das muss jetzt auch nicht sein, oder? I hate Zombies. Sei froh, Zombien sind noch viel schlimmer, sag ich dir, als Zombies. Oder faulende Zombies oder sowas. Und was es alles gibt, es gibt so unzählig viele verschiedene Arten von Zombies. Sollen wir wieder verschwinden? Ja, schnell weg hier. Okay. Immerhin ein paar Schätze eingesammelt. Okay, jetzt kann man die aber nicht mehr darauf ansprechen, dass sie ihr Lied nochmal ändern. Aber es ist ja auch schön. Hier ist nur ein Weinkeller und so. Können wir wieder was mitgehen lassen, zufälligerweise? Ah, nee, wahrscheinlich nicht. Gut, erkunden wir die Stadt weiter. Was ist mit dir los? Hallo, Hilde. Du musst der sein, der mir helfen kann. Richtig, wie ich sehe, bist du krank, alte Frau. Was kann ich für dich tun? Oh, das ist nett. Ja, komm bitte zum Punkt und beeil dich. Bring mir doch bitte, ja, eine Medizin vom Apotheker. Oh. Sie ist lahmer als meine Oma, das kann doch nicht sein. Was ist das? Ist da links oben jetzt plötzlich so ein Counter? Tatsächlich. Irgendein Counter von 5 Minuten. Wie, muss ich jetzt in 5 Minuten da die Medizin besorgen oder was? Ich weiß nur leider gerade nicht, wo die Apotheke ist. Also, gucken wir mal schnell auf Quests. Ne, hier sind nur die Hauptquests. Ich soll nach Treat? Hat sie doch gesagt, oder? Das ist doch mehr weit weg. Ja, verarsch mich nicht. Das gibt wahrscheinlich eh nur wieder 50 Erfahrungen oder sowas. Ich meine, das lohnt sich nicht. Da kann die von mir aus auch abscheißen, die alte Oma. Ich möchte endlich wieder arbeiten gehen. Verdien dein Geld doch als Monsterjäger, das ist doch was, wäre doch was, oder nicht? Okay, du hast auch nichts Wichtiges zu sagen. Oh, hier ist eine Bank. Willkommen bei der Titelbank. Habt ihr bereits ein Konto? Nein? Dann könnt ihr gleich eins eröffnen. Das eingezahlte Geld wird dann in einer Weile verzinst, sodass ihr Reichtum in anderen Dimensionen genießen könnt. Also wollt ihr? Natürlich! Geld einbezahlen. 100 Nox. Nochmal 100 Nox. Erstmal 500 Nox für den Anfang. So. Hallo, was wollt ihr? Okay. Guthaben anschauen. Ihr habt 500 Nox auf dem Konto. Okay, dann hoffe ich mal, dass das schön verzinst wird. Tja. Ja, ich war auch einmal früher noch zu jung, um mein eigenes Konto zu öffnen, aber mittlerweile bin ich erwachsen geworden, wie die Zeit vergeht. Kann ich mal mit dir reden? Ja. Vor einigen Tagen habe ich mich mit meinem Freund Horst gestritten. Könntest du diesen Brief hier an Horst aus Trier bringen? Damit würdest du mir einen großen Gefallen tun. Ja, kann ich machen, wenn ich mal vorbeikomme.
Ich hätte mal eine Frage. Schmied? In der Stadt gibt es keinen Schmied. Schade. Tja, er sagt, im Sumpur auf dem Markt kommen manchmal Zwerge, die gute Waffen verkaufen. Aber wann ist der Markt? Das würde ich auch noch mal gerne erfahren. Hier möchte jemand nicht gestört werden. Hier ist auch nix. Okay, dann hätten wir, glaube ich, die Stadt jetzt vollständig unter die Lupe genommen und dann sehen wir mal zu, dass wir jetzt diesen scheiß Grabstein endlich besorgen. Ich glaube, man muss hier dafür noch hier unten hin, wenn ich das richtig sehe. Na, Kinders, wie läuft's? Ihr seid alle so schnell. Man kann nie mit euch reden. Das ist mir auch egal. Hallo, was kann ich für dich tun? Der alte Erik aus Bruma sucht einen freien Grabstein. Er hat mir diese 150 Nox mitgegeben. Auf dem Grabstein soll auch noch sein Name draufstehen. Den alten kenne ich. Er hat Glück. Ein Grabstein ist noch frei. Gib mir das Geld und ich werde ihm diesen Wunsch erfüllen. 2 Tage muss er warten, dann ist der Grabstein fertig. Sag ihm das bitte. Das werde ich machen. Also, dann bin ich gleich sofort wieder zurück. Wie durch Zauberhand sind wir plötzlich wieder im Bruma, beim alten Sack. Du musst noch etwas warten, dann ist der Grabstein fertig. Vielen Dank, du hast mir damit echt geholfen. Was muss ich als nächstes tun? Kann mir das jemand verraten? Steht's in meinen Hauptquests? Hilf Hartbert im Bruma, hilf Erik im Bruma. Habe ich jetzt beides gemacht? Muss ich immer extra zur Kaserne laufen und danach fragen, was noch zu tun ist? Ach, das ist auch nervig. Zurück in der Kaserne. Sehr gut, du hast beiden geholfen. Bist du bereit für die nächsten Aufgaben? Klar, direkt 2. Gut, ich habe gesehen, dass du mit 2 Aufträgen gleichzeitig zurechtkommst. Also, als erstes gibt es da die beiden Bürgerinnen Ilse und Hilde in der Stadt Adriel, südlich von Bruma. Geht zu ihnen. Tja. Ja. War Hilde nicht die alte kranke Frau, die wir haben verrecken lassen? Tja. Ha, ha, ha. Okay, schauen wir mal einfach nach, wie es ihr geht. Vielleicht ist ja noch zu retten. Okay, zurück in Adriel. Was hast du, mein Freund? Oh, Mann! Reg dich nicht so auf. Was ist denn los? Oh, mein Zwillingsbruder. Komm zum Punkt. Was ist mit ihm? Ich hab nicht ewig Zeit. Der ist weg! Ach was. Kein Wunder. Interessiert mich nicht. Kein Wunder. Also, wenn du immer so rumschreist, dann ist das kein Wunder, dass er weggegangen ist. Nicht so frech! Du musst mir helfen! Mein Bruder ist doch weg! Beruhig dich mal, jetzt erzähl mir erstmal, was los ist, aber in Ruhe. Okay, dann, Entschuldigung, dann hör mir zu. Ich bin nur so außer mir, weil mein Bruder weg ist. Und habe keine Ahnung, wo er sein könnte. Wo hast du ihn denn das letzte Mal gesehen? Hier in unserem Haus, wir wohnen zusammen, musst du wissen. Und ich habe ihn nach Bruma geschickt, dort sollte er eine Waffe kaufen wegen der Orks. So, hast du das. Und was ist dann passiert? Er ging also los und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ohne ihn bin ich aufgeschmissen. Schon mal daran gedacht, ihn zu suchen? Ja klar, aber der Weg nach Bruma ist. Hä? Ist für mich zu lang? Oder was sagst du? Ja sicher. Du wirst ihn für mich suchen und finden. Was? Gut, aber du gibst mir. Aber was gibst du mir, wenn ich ihn dir wiederbringe? Ich gebe dir 150 Nox. Das ist angemessen. Okay, ich werde ihn suchen. Hast du noch irgendwelche Tipps, wo ich anfangen sollte zu suchen? Ich würde es mal in Bruma versuchen. In Bruma. So, dann mache ich mich wohl am besten mal auf den Weg. Ja, viel Glück. Tja, das werden wir auch noch irgendwie erledigen nebenbei, wenn ich es nicht vergesse. Ich will erstmal wissen, wo ich diese Ilse finden kann. Müsste doch irgendwo sein.
Öse, komm raus. Du bist nicht Öse, nein, du bist irgendeine A, irgendwas. Und du bist auch nicht Öse. Und du denke ich auch nicht, oder? Nee, du bist nur der Arbeitslose. Hä? Ist die im Pub oder was? Nee, ich denke nicht. Oh Mann, Leute. Okay, jetzt gucken wir dann erstmal von mir aus eben nach, was. Ich war zu langsam, es tut mir so leid. Oh, ich glaube, sie ist wirklich tot. Tja. So kann es kommen. Hilf Ilse in Adriel. Ja, toll, aber wo ist die denn? Mann. Doch schon alles abgesucht. Oder muss ich noch gründlicher suchen? Ach, du bist Ilse. Ach, der habe ich ja schon geholfen. Ja, das, was wir gleich zu Anfang des Videos gemacht haben. Ich wusste schon, dass das bestimmt hier so ein dummer Quest ist. Okay, was machen wir denn jetzt wegen ihr? Tja, wir müssen wohl mit unserem Scheitern leben. Mal sehen, was Dings dazu sagt. So. Ja, Ilse habe ich geholfen. Aber. Oder muss ich erst wirklich noch die Medizin holen, damit das funktioniert? Dann werde ich jetzt diese Medizin suchen. Wo auch immer die sein soll. Ich glaube, Triet ist meine Heimatstadt, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann sind wir da sofort und in 0,nix da. Lohnt sich nicht, das rauszuschneiden. Denke ich. Okay. Dann müsste es hier sein. Denke ich, oder? Unser Haus. Ja, einmal schlafen. Das könnten wir wieder gebrauchen. Ich habe nämlich keinen Mana mehr. So. Wo finde ich jetzt diese scheiß Medizin? Hier ist nämlich zu. Ich sollte erstmal den König finden. Hier, okay, hier darf ich noch nicht lang. Spiel, was willst du wieder von mir? Oder ist das gar nicht Triet? Ist das noch weiter nördlich oder so? Okay, hier oben war ich noch nirgendwo. Okay, scheiße, das Spiel ist abgestürzt.